sind denn jetzt unsere ganzen Geräte angeschlossen? Sieht man uns? Hört man uns? Hallo Gott, geht das alles? Top. Hoffen wir mal. Da steht sie. Mach, zeig nochmal den Fingerchen. Alles gut? Guck mal, das ist auch gut, wenn man so macht. Hallo. Okay, gut. Also, wie geht das? Ich habe wirklich keine Ahnung. Halt, muss man nicht immer so eine Ansage machen? Hey Leute, heute spielen wir das. So geht es, ne? Ja, mach das doch vielleicht mal. Das ist quasi dein Einstieg in das erste eigene Let's Play. Ich glaube, es heißt Nidhogg. Nidhogg. Und wo muss ich reingucken? In welche Kamera muss ich reingucken? Oh, hallo? In unsere? In die? Okay. Nehmen wir die. Hallo Leute, hier sind eure Lieblings-Let's Player. Ab heute, ja. Darf man das sagen? Ja, klar. Hier sind eure ab heute Lieblings-Let's Player. Hier sind Wolf und Ben. Heute geht es um das Spiel. Nidhogg heißt das, glaube ich. Also, du machst schon profimäßig immer so winken noch, ne? Nidhogg. Hallo. Hallo. Und wir starten gleich. Ich bin der Braune und du bist der Gelbe. Genau. Ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Uns wurde dieses Spiel hier installiert. Wir müssen es quasi spielen. Wir wollen es auch. Aber es kann natürlich ganz furchtbar nach hinten losgehen. Lass uns doch einfach mal gucken, was für eine Art von Spiel das ist. Das ist ja auch immer ganz spannend, so ein blindes Let's Play, so nennt man das, zu machen. Also sich auf das jeweilige Spiel überhaupt nicht vorzubereiten und gar nicht zu wissen, was uns da eigentlich erwartet. Und man sieht, das passiert jetzt gerade. Also nochmal zur Erklärung, ich bin das gelbe Männchen ganz links. Hör mal auf! Wie hast du denn das gemacht? You are game. Ich bin... Alter! Nein! Verdammt! Du hast doch geübt, lüg mich doch nicht an. So, ich muss jetzt erstmal rausfinden, was eigentlich hier meine Aufgabe ist. Ich kann es mir schon denken, ich darf mich nicht abstechen lassen von dir. Wie schlägst du denn, sag mal? Ich habe keine Ahnung. Wie hast du denn das Schwert hier geschoben? Da, jetzt, pass auf, ich hab's raus. Man sieht hier links am Bildschirmrand, ich kann einen wundervollen, saftigen Schlag nach vorne dir verpassen, wenn du jetzt mal hochkommst. Ja, traust dich nicht, ne? Traust dich nicht, ne? Ja, ja. Jetzt tust du wieder so, als wüsstest du nicht, wie man da hochspringt. Jetzt laufe ich rückwärts und jetzt komme ich. Ne, pass auf, ich komme runter. Nein! So, da ist es auch schon. Aber habe ich denn wirklich nicht mehr als diese eine Attacke? Hab ich dir schon gesagt, dass mich Computerspielen leicht aggressiv macht, Alter? Hast du schon gesagt? Also ich bin ja ganz entspannt. Guck, warum hänge ich denn da? Guck, das könntest du jetzt ausnutzen. Ja, und ich verdammt, und du machst es auch noch. So, du nutzt es auch noch. Es ist jetzt nicht die Phase, wo man sagt, also ich habe hier, passt auf. Ich habe hier einen Pfeil und wenn ich den nach hinten drücke, laufe ich rückwärts. Und wenn ich nach vorne laufe, laufe ich vorwärts. War das jetzt eine vielleicht Information? Ja, so semi, ne? Also ich vermute, die meisten Computerspieler werden sich das denken können. Und vor allem... Du kannst dich jetzt schon freuen. Du bist ein Arschwolf. Wieso das denn? Warum machst du das? Entschuldige bitte mal, du hast 3 Punkte nacheinander geholt. Ich wusste noch gar nicht, wo oben und unten ist. Da hast du mich schon 3-mal besiegt. So, ha! Du Arsch. Vielleicht bin ich halt doch ein bisschen besser als du. Ja, du bist einfach. Muss man das mal vielleicht so festhalten? Du Arsch! Guck mal hier, mit welcher Eleganz. Alter, guck dir das an. Hallo, kannst du nicht mal wenigstens kurz. Hey, lass mich wenigstens mal kurz Luft holen jetzt hier. Ey, das ist gemein. Guck mal, zieh doch wenigstens das Schwert raus. Also bitte. Macht dich das nicht aggressiv, wenn ich immer jemand was Böses macht im Leben, Mensch? Nee, noch nicht, denn ich glaube, ich führe nach Punkten. Aber in 10 Minuten sähe das möglicherweise anders aus. Nein, aber ich weiß, was du meinst. Man kann in der Tat sehr schnell angespannt werden bei solchen Spielen. Aber weißt du, irgendwie ist es komisch. Ich habe das Gefühl, dass diese ich meine, das ist ja jetzt keine tolle Grafik, ne? Nee, überhaupt nicht. Guck, ich kriege. Wie hast du das gemacht? Ich duck mich einfach. Also bei mir mit S und wahrscheinlich ist bei dir der Pfeil nach unten, sage ich jetzt. Ach, guck mal, ich kann sogar schon mal hier. So einen schönen Beinfeger, pass auf, damit mache ich dich jetzt fertig. Ich kündige es sogar an, ich lass dir... Verdammt! Ich hätte es nicht machen wollen. I kill you. Also man merkt aber schon, guck, je länger wir spielen, desto mehr Feinheiten finden wir raus. Das ist alles... Du findest raus, auf wie viele Arten und Weisen du mich killen kannst. Pass auf, hier, ich will dir so einen Beinfeger verpassen. Ah, da, guck mal, hast du die Rolle gesehen? Verdammt. Pass auf, ich mach mal nicht, zeig mal, wie du angerollt kommst. Pass auf, Achtung, nee. Verdammt, das war's nicht. Jetzt krieg ich die Rolle nicht mehr hin. Guck, jetzt machst du mich da. Ich bin in dein Schwert gerollt. Das ist deine Methode, ne? Du stellst dich einfach dahin mit dem Schwert. Guck mal hier, und wartest rechten, auf linken Rand erreichen. Ach jetzt guck mal, jetzt das. Kriegen wir... Das kriegt man so. Nämlich zu Hause, wenn man so ein blindes Let's Play macht, auch nicht. So wertvolle Tipps. Ich muss den Rand erreichen. Pass auf, das mach ich jetzt. Ja, guck, ich bin gleich am Rand. Warum? Hast du dich da jetzt hin teleportiert? Ja. Das ist ja eine bodenlose Frechheit. Komm. Ich probiere hier... Achtung! Nein, verdammt! Jetzt. Und wie laufe ich? Die Frage ist, wo ist denn der Rand? Und wo ist mein jetzt Schwert? Dein Schwert ist weg. Ich hau ab. Wie läufst du denn überhaupt? Da liegt mein Schwert. Ja, natürlich, also bei mir WASD, das kennen PC-Spieler. Und bei dir müssen es die Pfeiltasten sein. Ah, jetzt habe ich auch mein Schwert wieder. Das ist alles hier ein bisschen fummelig. So, warte mal. Und warum springe ich denn hier nicht mehr? Ach, ich laufe einfach. Wow! Hast du den gesehen? Hast du gerade dein Schwert nach mir geworfen? Ich hab mein Schwert nach dir geschmissen. Das aber ist ja... Weg.
Weißt du, das ist toll. Ich probiere hier das Ziel zu erreichen, nämlich den Rand zu erreichen. Und du drückst wahllos irgendwelche Knöpfe. Oh. Und haust auch noch die großartigsten Moves raus. Ja, so, jetzt. Ich hau ab. Aber ich bin schon dazu. Sag mal, das ist ja. Ich dachte, ich muss den rechten Rand erreichen. Oder muss ich meinen Rand hier nur verteidigen? Wenn wir jetzt jemanden hätten, der uns das Spiel mal richtig erklären kann. Pass mal auf. Oh, Abgründe. Da stoße ich dich rein. Da, zack. Ich sag's dir, du kommst an mir nicht vorbei. Ich sag's dir. Hier, ich gehe auch noch mal ein bisschen zurück, um dir eine Chance zu geben. Komm doch, hol dir das Schwert. Ja, hol dir das Schwert. Na? Guck mal, zwei Schwerter von dir liegen hier. Was ist hier ein Tipp, was? Tipp? Uns wurde gerade gesagt, der dicke gelbe Pfeil rechts oben, go, könnte möglicherweise ein Tipp sein, was man machen muss. Wahrscheinlich go. Ja, aber ich go ja auch schon die ganze Zeit, aber dann teleportierst du dich einfach frech da irgendwo hin. Wie war denn das mit diesem Schwert? Und wie springe ich denn jetzt? Oh, ja, so wahrscheinlich nicht. Ich komme mit dir. Okay, ich glaube, aber das Grundprinzip habe ich verstanden. Also ich muss ganz rechts an den Rand, hier go wird mir gesagt. Und du musst ganz links an den Rand, aber da lasse ich dich nicht vorbei. Nein, du hast es gleich wahrscheinlich, Wo komme ich? Da bin ich. Zack. Arsch. So, und jetzt renne ich los. Ah. Ach, guck mal, ich habe sogar die Tür aufgemacht. Nein. Guck, schön geduckt. Ich habe noch nicht rausgefunden. Ben, sag mal, wie springe ich denn? Du springst also, die ganze Zeit, jetzt sag mir doch mal, wie du springst. Auf. Springen ist laufen und nach oben. Laufen und nach oben? Nee. Ah, ja, guck mal, ich hab's. Ja, das war aber. Mit runtergezogen. Ein schöner Doppeltreffer. Das mit dem Sprechen ist wirklich nicht easy, ne? Nee, wirklich. Und also, ich meine, das ist ja ein Spiel, was. Spaß. Wie? Ich hab keinen Spaß. Spaß, Zielgruppe? Wie Spaß? Spaß haben wir überhaupt nicht und ich wüsste nicht, wer dafür die Zielgruppe sein sollte. Ja, Ben, macht's dir denn Spaß? Das ist ja eigentlich immer so die große Frage. Wenn die Zuschauer Spaß haben sollen, muss man natürlich erstmal selbst Spaß haben. Ja. Das ist halt immer so eine Sache. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja eher so ein... Nein! Jetzt kann ich laufen. Nee. Lauf, Bernie! Du kommst nicht... Ich verstehe. Was? Auf gar keinen Fall. Was? Gerade jetzt, wo wir so gut werden? Ha! Langsam Schluss machen. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir macht's total Bock, vor allem... Na! Warte, ich noch einmal Schwert schmeißen hier. Nee, ja, nix. Guck, hier liegen, wie viel Schwerter von dir schon liegen. Also mir macht das Spiel wirklich Bock, vor allem, weil es so schön einfach ist. Ja. Ich finde das alles, wenn man immer noch mal lesen muss und Aufgaben erfüllen, finde ich irgendwie schwierig. Mir macht das Bock, weil es ist so ein, wie nennt man so Spiele, die man mal zwischendurch im Büro spielen kann? Naja, also das hat immer so einen negativen Beigeschmack, aber es ist im Prinzip ein Casual-Game. Casual-Game, also genau. Was man so beiläufig zwischendurch für ein paar Minuten noch spielen kann und dann ist halt auch wieder gut. Die können aber unfassbar viel Spaß machen, diese Spiele. Also das ist super. Wenn wir uns jetzt damit länger beschäftigen würden, sähe das bestimmt auch nochmal ganz anders aus. Dann würden wir wahrscheinlich in 2 Stunden hier sitzen. Wie sieht das aus? Schneidest du das dann alles noch zusammen und stellst es dann ins Netz oder nimmst du es jetzt quasi dann direkt so, wie es ist und setzt es dann rein? Das hängt immer vom jeweiligen Spiel ab. Also es gibt Spiele, gerade so storybasierte Spiele, da möchte man natürlich wissen, wie die eigentliche Geschichte weitergeht. Und wenn man dann so eine Stelle hat, an der man eine halbe Stunde nicht weiterkommt, dann ist das für die Leute irgendwann nicht mehr so wahnsinnig spannend. Also man selbst wird dann genervt, hat irgendwie immer weniger Bock, macht immer mehr Fehler deswegen. Und sowas sollte man dann schon rausschneiden. Wie lange sollte das denn sein im Schnitt? Klar gibt es da Unterschiede, aber jetzt, ich sag mal, unser Spielchen, so 1-2 Minuten reicht, ne? Also für das Spiel, also ich glaube so nach 5 Minuten hat man schon verstanden, worum es geht. Aber es gibt natürlich auch andere Spiele, da kann man mal 20 Minuten am Stück spielen. Ich habe es auch schon mal irgendwie eine Stunde gemacht. Okay. Das hängt wirklich immer vom Titel ab und auch wie man Bock hat.